Guten Morgen, Deutschland. Vor einigen Wochen habe ich einen Bericht gebracht, wo ich sagte, die Pandemie ist vorbei. Ja, das war ein Zitat von unserem französischen Staatspräsidenten Macron, also nicht unseren, also der von den Franzosen, nicht wahr? Und mein Gott, was habe ich da nach Hause gekriegt, ja? Da schrieben Medien, ein mutmaßlich rechter YouTuber, der hätte das Video rausgebracht, 93.000 Aufrufe, liebe Leute, ja? Und er hätte da gesagt, also die Pandemie ist vorbei. Und anschließend hat man versucht, irgendwie den Artikel von Zeit Online zu relativieren. Aber das, was geschrieben stand, stand geschrieben. Die Pandemie war vorbei. Nun gut, ich bin halt ein rechter Verschwörungstheoretiker und natürlich hoffe ich, dass ihr heute dafür sorgt, dass dieses Video 190.000 Aufrufe bekommt, denn jetzt treibe ich es noch auf die Spitze. Genau. Wenn man schon zitiert und relativiert beim französischen Staatspräsidenten, dann bin ich jetzt ganz gespannt, was wir jetzt machen, wenn ihr die nächste folgende Aussage hört. Und diesmal werde ich es nicht vortragen. Diesmal lasse ich den US-Präsidenten selbst sprechen, der es gestern Abend gesagt hat bei der Detroit Motor Show im amerikanischen Fernsehen. Bitte schön. Mr. President, first Detroit Auto Show in 3 years. Yeah. Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing, and I think this is a perfect example of it. So, liebe Massenmedien, und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Relativieren und Zitieren und unserem Bundeskarlchen mit seinem Bundesvirus. Ja, dem wünsche ich jetzt auch viel Spaß beim neuen Twitter-Post, wie er darauf reagiert. Und an meiner Stelle bleibt nur noch eines zu sagen, liebe Leute, montags morgens, einrichtungsbezogene Impfpflicht sofort aufheben, Soldatenimpfpflicht sofort aufheben und das frische, neue IFSG zur Vorsicht. Das könnt ihr euch auch schenken. Das hättet ihr euch schon gestern schenken können, nach dem Oktoberfest. Aber heute Morgen mit der Ansage des Big Boss, hinten, hinterm großen Deich, könnt ihr euch das jetzt erst recht schenken. Schönen Montag.